Bereits am Tag davor gab es die Gründungskonferenzen der SPÖ-Frauen-Regionalorganisation und der jungen Generation in Mürzzuschlag. Bei den Frauen wurde Maria Fischer als Vorsitzende gewählt. Es war ein historisches Ereignis. Es war für mich gestern nach langer Zeit wieder mal ein Tag, wo ich wirklich sehr nervös war. Ich habe mir eine Wahl gestellt, wo viele Frauen dabei waren, die mich nicht kennen, die ich nicht kenne. Ich habe den Frauen gestern eh gesagt, die werden uns in Zukunft sicher besser kennenlernen, weil wir sind jetzt eine ganz starke, große Frauengruppe. Wir werden sicher nicht mehr übersehen werden. Und ich habe es auch gestern schon gesagt, die Bezirkshauptmannschaft, das funktioniert, das hat bestens funktioniert, über die spricht man nicht mehr. Über uns wird man sicher in einem Jahr auch noch sprechen und so sprechen, dass uns alle sehen und alle hört. Wie ist das Gefühl nach so einer Wahl, wo man doch von, wie Sie gesagt haben, Frauen gewählt wird, auch die man noch nicht so gekannt hat? Erstens einmal bin ich wirklich erleichtert. Erstens war die Konferenz eine große Vorbereitungszeit. Wir haben eine Klausur vorher gemacht, wir haben viele Gespräche miteinander geführt. Ich bin mit der Gitti Schwarz sehr oft zusammengesessen, mit der wir sehr viele Gespräche geführt, sehr viele gute Gespräche geführt. Wir haben uns wirklich immer, auch wenn wir beide das Wort nicht mehr hören können, auf Augenhöhe begegnet. Wir haben einfach gute Programme ausgearbeitet für die Zukunft und ich glaube, wir sind jetzt alle erleichtert, dass wir jetzt diesen Schritt gewagt haben, dass wir jetzt zusammengelegt worden sind. Und jetzt schauen wir in die Zukunft, in der gemeinsamen Zukunft und wir werden ganz sicher tolle Projekte angehen und werden sicher gute Arbeit leisten. Brigitte Schwarz wurde erste Stellvertreterin von Maria Fischer. Bei der jungen Generation wurde Marcel Skerget als Vorsitzender und Linda Kerschbaumer als erste Stellvertreterin gewählt. Vorwärts in eine gemeinsame Zukunft lautet demnach auch das Motto für diese gemeinsame Zukunft, die auch von den Landesspitzen der SPÖ als sehr positiv gesehen wurden. Ich habe bisher bei vielen dieser Veranstaltungen teilgenommen und ich muss sagen, es waren fast überall immer zwischen 95% und 100% Zustimmung für die neue Liste, den neuen Vorstand. Das heißt ja, dass davor unglaublich viele Gespräche stattgefunden haben, Sensibilitäten, die es natürlich gibt, ausgeräumt wurden. Also ich bin überglücklich, die SPÖ Steiermark ist auf einem sehr, sehr guten Weg und das ist ja jetzt der Wettbewerb zwischen SPÖ und ÖVP, der beiden Parteien, die sich auf diese neuen Strukturen möglichst harmonisch sofort neu einstellt und viel Kraft für neue Projekte für die Menschen dort entwickelt und damit mit klaren Vorstellungen in die Gemeinderatswahl und in die Landtagswahl gehen kann, die werden letztlich auch die Nase vorne haben. Und so gesehen haben das alle verstanden. Aber dass es dann so reibungslos abläuft, das ist fantastisch, wirklich. Erstens Einigkeit. Und zweitens Aufbruchstimmung. Wir brauchen jetzt die regionale Kraft, damit wir unsere sogenannten Leuchtturmprojekte definieren können, damit wir wirklich vor Ort zeigen, was wir für Visionen haben, um gut in die Zukunft zu gehen. Da gehen auch nicht irgendwelche Bezirke zusammen, sondern zwei ganz starke, unterstrich Markus Zelisko, bis dato Bezirksvorsitzender von Mürzzuschlag und nun einer der Stellvertreter des neuen Regionalvorsitzenden. Großartig der Auftritt von EU-Abgeordneten Jörg Leichtfried, flankiert von der jungen Generation mit Vorzugsstimmen für Jörg-Plakaten. Man solle das Land nicht jenen überlassen, die alles schlecht reden, keine Spur liberal sind und nichts Brauchbares zu Wege bringen. In der Wahl wurde dann Siegfried Schrittwieser mit 93,9% aller Stimmen zum neuen Bezirksvorsitzenden gewählt. Und für ihn ist Zukunft nicht nur ein Schlagwort. Wir wollen halt eine Trendwende schaffen, wir wollen die Partei öffnen. Ich sage immer, die Leute hinaus aus den Büros, hinein in die Bevölkerung zuhören, was die Leute wollen und dann auch umsetzen und nicht nur reden. Und in der Zukunft werden bei uns nur Leute arbeiten können, die diesen offensiven Weg, den Weg zum Bürger, aber auch den Weg, hier etwas zu entwickeln und etwas zu gestalten für die Obersteiermark, dass nicht so viele Leute von uns weggehen. Die da mit dann sind dabei, die anderen werden keinen Platz haben. Aber auch was die Größe der Organisation betrifft, soll es bereits 2016 neue Änderungen geben. Im Jahr 2016 wird dann die Bezirksorganisation Leob noch dazukommen und wir werden die mit Abstand stärkste Regionalorganisation sein. Und ich denke, dass das eine sehr, sehr positive Entwicklung der SPÖ in unserer Region. Wir brauchen das, dass wir auch hier geschlossen und stark für die Bevölkerung in der Region dann entsprechend arbeiten können.
Der Steirische Weg wird in Österreich als Weg der Zukunft gesehen. Und so sind die Reformen und die 7 Säulen des obersteirischen Bauerplans, den sich die neue Organisation auferlegt hat, ein Wegweiser in die Zukunft. Noch bevor die Wahlergebnisse gefeiert werden konnten, gab es Standing Ovations für ausgeschiedene, verdiente SPÖ-Funktionäre wie Sabine Kaltenbrunner, Ingomar Wittrisik, Erwin Dissauer, Bernd Rosenberger und für Hans Strassecker als scheidenden Bezirksgeschäftsführer, der noch dazu seinen 60. Geburtstag feiern konnte. Neuer Regionalgeschäftsführer wurde Wolfgang Kuhelnig, Vizebürgermeister von St. Marein bei Knittelfeld, der sich mit seiner ersten von ihm organisierten Konferenz im neuen Bezirk sehr zufrieden zeigte. Der Hans Strassecker und auf der anderen Seite auch der Markus Zielisko in Mürzzuschlag haben wir schon gute Arbeit schon über Jahre geleistet. Und meine Aufgabe ist es heute jetzt da, in beiden Bereichen, in einer zusammengeführten Region, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Organisation in der Lage ist, alles, was wichtig ist, aufzubereiten, dass wir Wahlen gewinnen können, aber nicht als Selbstzweck, sondern Wahlen zu gewinnen, damit wir nachher mit der gebotenen Stärke heute unsere Forderungen, unsere Zielsetzungen dann auch umsetzen können. Mit der Landeshymne und den üblichen Gruppenfotos ging diese Gründungskonferenz zu Ende. Ein historischer Tag für die Sozialdemokratie in der Obersteiermark.